Hallo, liebe Handarbeiterinnen, alle Helfer und Helferinnen der Aktion Schmetterlingskinder. Wie ihr unschwer erkennen könnt, gibt es heute das Paket des Monats September 2013. Und fangen wir direkt mal an mit den Sachen, die im Paket enthalten waren. Haben wir zuallererst hier ein Einschlagtuch in Größe 3, wunderschön gemacht, wie ihr seht, hier noch mit einem Kontraststreifen eingestrickt in einer super schönen hellblauen, zarten und freundlichen Farbe, auch ordentlich verschlossen, dass dann nichts aufgehen kann, genug Bindebändchen, wie ihr seht, hier auch ganz vorbildlich alle 2 bis 4 cm. Als Erinnerungsstück wurde hier so ein Stern gemacht und oben an der Kapuze haben wir sogar noch eine kleine Art Bommel angebracht. Das Einzige, was jetzt so ein bisschen auffällt an dem Schlafsäckchen, ist, dass es ein bisschen zu breit geworden ist. Wenn ihr an unsere Faustformel denkt, 38 cm Länge, das sollte es also nicht viel mehr haben als 18 cm Breite, aber es hat 22, 21 cm. Das ist also ein ganz klein wenig zu breit. Das Problem bei diesen viel zu breiten oder etwas zu breiten Schlafsäckchen ist, wie ja auch in dem Video zu der Faustformel schon angesprochen wurde, dass diese ja ohnehin recht schmalen, frühgeborenen Sternenkinder eben sehr dünn sind und dass sie sich in so einem breiten Schlafsäckchen dann ein bisschen verlieren können und dass dadurch ihre Körperbeschaffenheit im Hinblick auf das Dünne so ein bisschen betont werden kann. Aber das ist nicht wirklich schlimm und das ist jetzt auch nicht wirklich viel zu breit. Es ist jetzt nur mal eine kleine Anmerkung, wenn es jetzt wirklich um den absoluten Oberoptimierungsbedarf geht, hätte man hier noch ein bisschen weniger Maschen anschlagen können, dass es eben in der Gesamtbreite ein bisschen weniger wird. Das ist natürlich bei diesem Modell, das ist ja Sternchen oder Butterfly, ein bisschen schwierig, weil man ja erstmal dieses ganz lange Stück strickt und dann übereinander legt. Hier haben wir dasselbe Modell, ganz ähnlich, nochmal so in einer großen Größe 1 bzw. in einer kleinen Größe 2 eher, 26 cm. Auch das ist ein ganz klein wenig zu breit, bei 26 cm sollte das so 13 cm Breite haben, hat aber real etwas mehr als 15. Das ist aber nicht ganz so viel zu breit wie das andere und es ist auch völlig in Ordnung. So, auch hier ganz süß, gut verschlossen, ein Webbändchen ist schon dran, ein super schönes Erinnerungsschild und hier auch wieder so ein Stern oder eine Blume. Als Erinnerungsstück und hier haben wir nochmal ein Schlafsäckchen in Größe 2 mit 32 cm. Naja, ist schon fast eine Größe 3. Und wie ihr seht, das ist ein bisschen zu schmal geraten. Das hat also so 11 cm Breite, 12 cm Breite und hatte ja so 32 cm Länge. Es hätte also ruhig 4 cm breiter sein können. Das betont dann eben wieder auf die andere Seite hin, dass das Sternchen zu dünn ist, weil es relativ eng drin liegen wird. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich schlimm. Hier ist das Spendenbändchen leider schon abgegangen. Es wurde mit Namefix dran gemacht. Das stellen wir immer mal wieder fest. Die Namefix halten tatsächlich nicht so super gut. Also vielleicht doch besser, wenn man sicher gehen will, annähen. Hier ist ein, wunderschönes Kissen als Erinnerungsstück gearbeitet worden. Und auch die Farbe ist freundlich, sieht hier auf der Kamera jetzt wieder etwas dunkler aus, bitte nicht verwirren lassen. Dann hatten wir hier 4 Mützchen dabei, 4 gehäkelte Mützen, 3 in rosa und eine so in neutral. Hier an dieser Mütze wurde auch ein Webbändchen angebracht, das sollte man eigentlich nicht unbedingt machen. Wir sind zwar unheimlich froh um jeden, der diese Webbändchen anbringt, aber so auf dem Kopf wirkt das natürlich dann doch schon etwas zu plakativ. Also das würden wir euch empfehlen, auf den Mützen lieber keine anzubringen. Ohnehin auf allen Accessoires müsst ihr eigentlich wirklich keine anbringen. Also es muss ja sowieso nicht, aber auf den Accessoires kommen sie eben nicht ganz so gut an. Hier haben wir jetzt eine kleine Riege an Zagbeigaben, einen gehäkelten Teddy und hier so kleine Stofftierchen. Super süß. Hier nochmal ein Löwen. Und hier so eine Schildkröte. Den Schlüsselanhänger kann man übrigens abmachen. Den müssen wir jetzt auch abschneiden, weil das nicht so schön ist, wenn da was Metallisches dabei ist. Auch die Waschzettel kann man übrigens abschneiden. Muss man nicht. Aber da erleichtert man uns hier vor Ort eben einen Arbeitsschritt. Dann haben wir hier noch eine wunderschöne, sehr große Decke in einer tollen Farbe. Die Decke ist so 53, 52 cm breit, also genau so, wie wir es brauchen. Diese großen Decken, die stehen ja wirklich schon lange im Bedarf, kommen auch nicht so oft an, wie wir sie bräuchten. Und hier waren dann im Paket noch 6x8 von diesen Abschiedskerzen. Auch alle schön verpackt in Butterbrotpapier und gezwirbelt, sodass es auch wirklich hält. Die sind alle beschriftet mit so einem Wachspen.
und eben dann auch noch verziert. Hier mal eine auspacken. Hier haben wir zum Beispiel Engelchen und da ist dann noch so ein Stern aufgemalt worden. Aus einer Wachsplatte aufgestochen oder ich würde sagen sogar aufgemalt, auch mit einem dieser Kerzentanz, also wunderschön und eben genau das, was eben wir auch immer sagen, eben so ein bisschen Nährbutterbrotpapier nehmen und dann zwirbeln, dass es wirklich auch nicht abfällt. Und das sind eben ganz viele verschiedene von den Kerzen angekommen mit verschiedenen Schriftzügen, hier zum Beispiel in Liebe, Engelchen, Sternchen, also ganz, ganz super schön. Ja, wie immer bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit, vor allen Dingen auch bei der lieben Handarbeiterin und Bastlerin, die dieses wunderschöne Paket geschickt hat. Ich denke, man sieht mal wieder, wie viel Liebe in all diesen Sachen steckt und auch im Hinblick auf die Einschlagtücher, auch wenn die von der Verhältnismäßigkeit Breite auf Länge nicht ganz optimal sind, ist das absolut verwendbar und absolut in Ordnung. Das ist wirklich sozusagen nur in Anführungsstrichen Jammern auf hohem Niveau. Wirklich etwas, was man noch ein bisschen besser machen kann, um einfach das Kleidchen noch optimaler zu machen, sodass es wirklich zu 100.000% geeignet ist. Aber das ist wirklich nicht weiter schlimm von der Verhältnismäßigkeit. Eben nur ein kleiner Tipp am Rande. Vielen, vielen Dank für diese wunderschönen Sachen. Genauso wie für alle anderen Sachen, die wir jetzt heute hier nicht gezeigt haben. Das war das Zufallspaket des Monats September 2013. Wir wünschen euch wunderschöne Herbsttage und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.